worum es also den einen geht, alle Aktionismen sein zu lassen, das Denken abzustellen, allein Atmung zu werden, um jenes Sein wieder hochkommen zu lassen, das sich als partikulares, schön, gut, perfekt Ganzes zeigt, oder aber jene Unterform zu wählen, mit der Tücke und Tüche den Kairos zu ergreifen, um dieses partikulare Sein, um ein weiteres Glied zu verlängern. Und die anderen sagen, das kann es ja wohl nicht gewesen sein, diese Kette der ephemeren Augenblicklichkeiten ohne Sinn und Verstand, zwar mit Struktur und Mandelbrotschen, Schönheitsausfranzungen ausgestattet, aber ohne Bedeutsamkeit, ohne Persistenz, ohne Aussage, ohne Wille, sondern nur dem Willen, die Bewegtheiten und das Bewegte mit den Skansionsaugenblicklichkeiten dazwischen immer weiter persistieren, machen lassen wollen zu müssen. Das ist doch auch nur die Hölle. Und von der Hölle, die den Himmel nicht sieht, haben wir schon gesprochen. Und von den Himmeln, die das Höllische nicht erkennt, ebenso. Denn beide sind Seiten einer ineinander verschlungenen Struktur, die den Vortex umwirbeln.